Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Infovideo. Heute mit mir, ich bin Inken und ich möchte dir heute etwas über Ballaststoffe erzählen. Normalerweise begrüßt dich ja meistens in den Infovideos der liebe Peter, aber heute bin ich mal da. Und wie gesagt, heute soll es um das Thema Ballaststoffe gehen. Und wahrscheinlich hast du schon mal von Ballaststoffen gehört und weißt, dass das Ganze im Zusammenhang mit der Ernährung passiert oder in den, in dem Wortbereich fällt. Aber was sind Ballaststoffe eigentlich? Wofür sind sie da und was können sie dir quasi Positives bringen für deine Gesundheit? Und darum soll es heute gehen. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, die liegen auch vor mir. Also falls ich ab und an mal runterspinkse, dann ist das nicht unhöflich, sondern einfach nur, weil ich dir die Infos mitteilen möchte, weil das einfach total wichtig ist und deiner Ernährung sicherlich auch noch einfach was Gutes abgewinnen kann und ebenso dann deiner Gesundheit. So, wir starten mal mit der simplen Frage, was sind denn eigentlich Ballaststoffe? Ballaststoffe sind pflanzliche Faser- und Quellstoffe, die eben unterschiedlicher Form in der Ernährung auftauchen. Das sind einmal die löslichen und die unlöslichen Ballaststoffe. Ballaststoffe sind also in der täglichen Ernährung zu finden, wenn man sie bewusst einsetzt. Das tun allerdings ganz, ganz viele hier in Deutschland den Studien nachzufolge nicht und demnach ist auch der Wert, der Durchschnittswert der Deutschen, deutlich unter dem zu empfehlenden Wert, den man an Ballaststoffen täglich zunehmen sollte, also zu sich nehmen sollte, über die Ernährung. Und das ist ein Wert von 30 bis 40 Gramm. Diese Grammangaben von Ballaststoffen sind quasi die Empfehlung an einen jeden Menschen, an einen erwachsenen Menschen, den man tagtäglich zu sich nehmen sollte. Der Deutsche allerdings liegt da bei 22 Gramm und das ist auch schon ein sehr hoher Wert im Durchschnitt. Das heißt, der kommt da auf jeden Fall gar nicht an die Nähe ran. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du vielleicht für dich jetzt einfach aus diesem Video ein paar wichtige Infos mitnehmen kannst. Genau, dann geht's weiter. Jetzt haben wir geklärt, was denn die empfehlenswerten Grammangaben sind, die du vielleicht beachten solltest. Aber im Endeffekt, auf Grammangaben muss man auch nicht unbedingt achten. Es geht einfach darum, dass du dich bewusst ernährst und dabei vielleicht auch bewusst die Ballaststoffe einbauen kannst. Genau, Ballaststoffe sorgen außerdem für ein Sättigungsgefühl, was natürlich auch wiederum gut ist, wenn du dich mit deiner Ernährung beschäftigst, weil du dann auch länger satt bist, wenn du beispielsweise eine ballaststoffreiche Mahlzeit zu dir nimmst. Das Ganze kannst du erreichen, indem du eben die Nahrungsmittel, die ballaststoffreich sind, in deinen Mahlzeiten mit einbaust oder vielleicht auch in Snacks mit einbaust, sodass du einfach über den Tag immer schön wohlig gesättigt bist. Zudem hat das Ganze natürlich oder haben Ballaststoffe natürlich noch viel mehr Vorteile. Die möchte ich dir jetzt einmal auch noch zu wissen geben. Und zwar ist das einmal, dass sie auch noch die Darmtätigkeit stimulieren. Das heißt, sie unterstützen den Darm und ebenso sorgen sie dafür, dass dein Darmkrebsrisiko gesenkt werden kann. Das wurde nachweislich in Studien belegt und du kannst also eben für deine Gesundheit auch ganz, ganz viel tun, wenn du darauf achtest in deiner täglichen Ernährung. Außerdem stärken Ballaststoffe auch deine Abwehrkräfte, also das Immunsystem. Und können eben dafür sorgen, dass du gesünder durch den Alltag kommst, nicht so schnell krank oder erkältet wirst, einfach dein Immunsystem nochmal mehr stärken kannst. Das Ganze wird natürlich aber auch durch eine weiterhin bewusste Ernährung unterstützt. Genau, jetzt habe ich ja eben schon erzählt, dass es unlösliche und lösliche Ballaststoffe gibt und da möchte ich dir natürlich auch noch ein bisschen Mehrwert bieten. Unlösliche Ballaststoffe sind dabei die Ballaststoffe, die dich satt machen, die den Stuhlgang lockern und die ebenso den Darm putzen wie ein Schwamm, also von innen reinigen können. Das heißt, du hast nicht nur äußerlich, sage ich mal, den Effekt der Gesundheit, sondern auch noch innerlich, denn der Darm wird dadurch auch gesund gehalten, dass du ihn eben mit Ballaststoffen versorgst und somit reinhältst. Zu finden sind diese unlöslichen Ballaststoffe in Vollkornprodukten, Pilzen und Hülsenfrüchte. Was genau gleich noch an guten Ballaststoffquellen zu finden ist in der täglichen Ernährung, werde ich dir natürlich zum Schluss noch gerne mitgeben. Dann gibt es die löslichen Ballaststoffe. Bei den löslichen Ballaststoffen handelt es sich um Bakterienfutter, die quasi dafür sorgen, dass dein Bakterienstamm im Darm immer ausgewogen gehalten wird. Außerdem nähren sie auch die Darmflora, also die Darmwand, und regen den Fett- und Zuckerstoffwechsel an. Das heißt, wenn du dich eh schon bewusst mit deiner Ernährung auseinandersetzt, kannst du mit den Ballaststoffen nochmal sozusagen das i-Tüpfelchen darauf setzen und einfach nochmal den Mehrwert für deine Gesundheit, für den Stoffwechsel, aber auch für den Darm bringen. Genau. Die löslichen Ballaststoffe sind dabei zu finden, meistens in Obst und Gemüse. Also das, was du vielleicht als Snack mit einbauen kannst oder Gemüse oder Obst auch mit in deine Mahlzeiten einbetten kannst. Jetzt aber
Was konkret sind denn jetzt Ballaststoffquellen, die ich dir heute empfehlen kann? Also ganz konkret, weil unlösliche und lösliche Ballaststoffe im Endeffekt sind das einfach nur wissenswerte Fakten, die man mal ja ganz gut gehört haben kann. Aber im Endeffekt brauchst du ja vielleicht etwas Handfestes, was du dann jetzt heute schon umsetzen kannst. Und da habe ich mir mal ein paar Sachen rausgeschrieben. Gute Ballaststoffquellen sind beispielsweise Obst. Dazu zählen Äpfel, Birnen, Kiwi, aber generell sehr viel auch an Obstsorten. Also da kannst du dich ganz ausgewogen dran ernähren und da eben für eine gute Ballaststoffquelle sorgen. Zudem aber auch getrocknete Früchte, da beispielsweise getrocknete Pflaumen, getrocknete Rosinen. Auch das kannst du natürlich in deine Ernährung mit einbauen und du musst das nicht immer alles an für sich alleine essen. Also du musst jetzt nicht immer getrocknete Früchte essen, kannst du vielleicht als Snack, wenn es dir schmeckt, aber du könntest das beispielsweise auch in dein Müsli mit reinmachen oder in jegliche andere Mahlzeiten. Genau, dann auch Gemüse, darunter zum Beispiel Brokkoli, Kohlsorten, also hast du vielleicht auch schon mal gehört, man sagt ja auch so ein bisschen, Kohl bläht manchmal so den Magen auf, was allerdings gar nicht unbedingt verkehrt ist, weil da eben die Ballaststoffe sind, die sich im Darm breit machen. Das ist eben auch oft dieses geblähte Gefühl, was dann eigentlich aber auch, wenn man gesund ist, auf lange Frist wieder verschwinden sollte. Und wenn du das nächste Mal vielleicht danach so einen leicht aufgeblähten Bauch hast, vielleicht denkst du dir dann nach diesem Video auch, ach hey, ich tue gerade meinem Darm was Gutes. Ansonsten eben Vollkornprodukte, hatte ich schon mal angesprochen. Dazu zählen Nudeln, aber auch Vollkornbrotsorten. Da muss man natürlich immer so ein bisschen aufpassen, weil da auch aktuell viel im Marketing kursiert, dass du eben da auch darauf achtest, dass nicht zu viel Zucker enthalten ist. Weil Zucker ist eigentlich so der Gegenpol, da wollen wir natürlich nicht zu viel von im Darm haben. Genau, ansonsten aber auch Nüsse und Saaten und Samen. Das heißt, du kannst da auch wiederum in der Ernährung nochmal so kleine i-Tüpfelchen setzen. Nüsse sind sowieso auch eine gute Proteinquelle, aber dazu vielleicht in einem anderen Video nochmal mehr. Und das sind eben so ja, ein paar Empfehlungen von mir an dich, wo du da eben im Alltag vielleicht in deiner Ernährung noch was ändern kannst und eben deinen Darm und dir etwas Gutes tun kannst. Du kannst dir also mitnehmen nach dem Video oder hinter die Ohren schreiben, dass Ballaststoffquellen ganz, ganz wichtig für den Körper sind und dass sie eben nicht nur diesen Blähe-Effekt haben, sondern eben auch diesen gesundheitlichen Aspekt und den Darm sauber und gesund halten, aber auch dein Immunsystem und dich stärken können. Genau, das war jetzt ganz, ganz viel an Input. Vielleicht hast du dir ein bisschen was gemerkt oder mitgeschrieben und kannst es direkt heute auch umsetzen. Lass es mich gerne wissen. Du kannst in der Kommentarfunktion auch gerne mal schreiben, ob dir das Video gefallen hat. Und ich freue mich auf das nächste Mal und wünsche dir alles Gute, bleib vor allem gesund und bis bald. Deine Inken.